Hallo, ich komme gerade frisch aus dem Kloster und möchte heute gerne die damit verbundene Geschichte mit euch teilen. Und zwar hatte ich Anfang des Jahres für mich beschlossen, mir wieder eine kleine Auszeit einzuplanen und ja, habe dann ewig im Kalender gesucht, war gar nicht so leicht, was zu finden und war dann total erstaunt, dass ich in den 1 bis 2 Wochen davor wirklich so langsam auch so ein Ärger in mir spürte, weil ich gemerkt habe, hey, eigentlich passt mir das gar nicht. Habe so ein paar große Projekte, wo ich gerne weiter vorankommen möchte und war deswegen erstaunt, weil ich das auch von meinen Teilnehmern immer in den Retreats und auch an dem GfK-Wochenende kenne, dass es uns so unheimlich schwerfällt, manchmal uns Zeit für uns zu nehmen. Also wirklich Zeit, wo wir keinen großen Trip auf dem Berg planen, wo wir nicht irgendwie einen Urlaub haben, mit Freunden oder ja, auch kein Sporttrainingslager. Das sind Dinge, die fallen vielen noch ziemlich leicht. Aber sich Zeit zu nehmen, in der ich nichts plane, in der ich nichts vorhabe und wo ich auch eigentlich nicht weiß, was da alles kommt und das fällt vielen wirklich schwer, weil ja, wir haben erstmal eigentlich wirklich nichts zu tun. Und ich mache das ja schon seit ein paar Jahren und deswegen war ich erstaunt, dass es auch mir diesmal so ging. Ja? Und ich dachte, Mensch, das passt nicht. Und wie schön, als ich dann dort angekommen bin im Kloster und dann plötzlich, ja, ich wirklich gemerkt habe, eine ganz tiefe Entspannung, eine richtige Glückseligkeit und so ein Innehalten im Hier und Jetzt. Und selbst jetzt noch, eine Woche nach dem Kloster, geht es mir total gut und ich merke, wie ich ja, aus einer ganz anderen Kraft schöpfen kann. Und daher möchte ich dich heute einladen und mal innehalten und mal zu schauen, was ist denn das, wo du gut bei dir ankommst? Was möchtest du denn gerne mal machen? Wenn ein Fee oder ein Zauberer ankommt und sagt, hey, komm, wenn du einen Wunsch frei hast, Zeit für dich und nur mit dir allein, was würdest du gerne mal machen und wo würdest du es gerne mal machen? Und das kann was ganz Kleines sein, dass du sagst, hey, ich würde jeden Tag gerne mal 20 Minuten nur für mich haben. Oder, ja, du nimmst dir mal einen Tag. Oder ein Wochenende oder vielleicht sogar eine ganze Woche. Und ganz wichtig dabei ist, dass du dir das wirklich planst. Du planst dir das genauso wie ein Geschäftsessen oder wie irgendwie eine Dienstreise oder einen Urlaub mit deiner Partnerin, deinem Partner oder deinen Kindern. Weil diese Zeit wird nie übrig sein, sondern diese Zeit will wirklich geplant werden. Und die möchte auch verteidigt werden gegen all die Dinge, die im Vorfeld kommen. Und die kommen meistens. Ja, ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Geschenk, das du dir machst. Und auf bald.